Auf der internationalen Bühne hat die Europäische Union ja bisher zugesagt, bis 2030 generell mindestens 40% weniger Treibhausgase in die Luft zu blasen als 1990. EU-Klimakommissar Cagnetti hatte im Sommer sogar vorgeschlagen, schon jetzt eine Zielmarke von 45% in Aussicht zu stellen, was die Bundeskanzlerin allerdings ablehnt. Und ohne Merkel bzw. ohne Deutschland geht auch bei den CO2-Vorgaben für Autos nicht viel voran, wie man gestern in Luxemburg beobachten durfte. Da können noch so viele Länder, die sich um Frankreich scharen, dafür sein, den CO2-Ausstoß bei Neuwagen bis 2030 um mindestens 40% zu senken. Wenn die Bundesregierung nicht mitzieht, ist das am Ende nicht durchsetzbar. Immerhin hat sich die deutsche Umweltministerin am Ende einem Kompromiss gebeugt, der die österreichische Ratspräsidentschaft in Gestalt der österreichischen Umweltministerin zufrieden sein lässt. Wir haben uns mit sehr vielen unterschiedlichen Themenfeldern befasst. Über die wichtigsten drei inhaltlichen Punkte darf ich Ihnen jetzt berichten. Die wichtigste Nachricht zuerst: Mit dem heutigen Beschluss zu den CO2-Reduktionen für Fahrzeuge bringen wir die saubere Mobilität in Europa auf die Überholspur. Ab 2030, und das ist eben die Ratsschlussfolgerung, mit der wir auch in die Trilogverhandlungen gehen, muss der durchschnittliche CO2-Ausstoß von neu zugelassenen PKWs um 35% niedriger sein als jener im Jahr 2021. Das ist eine sehr große Einigung, die wir heute nach langen und doch auch sehr intensiven Verhandlungen unter den Mitgliedstaaten erzielt haben. Wie Sie wissen, gab es sehr viele Staaten, die höhere Ambitionen hatten, bis über 40%, aber auch sehr viele Staaten, die den Kommissionsvorschlag von 30% beziehungsweise auch darunter favorisiert haben. Noch heute in der Früh hat beispielsweise Deutschland auf dem Ziel von 30% bestanden, und es ist uns gelungen, in sehr intensiven Verhandlungen auch unsere deutschen Kollegen und andere Staaten davon zu überzeugen, ihre Ambitionen auf 35% zu steigern. Dieser Vorschlag des österreichischen Ratsvorsitzes ist ein schwer verhandelter, aber nun auch mit einer qualifizierten Mehrheit getragener Kompromiss der Mitgliedstaaten. Das ist ein starkes und solides Mandat für die bevorstehenden Verhandlungen mit der Kommission und dem Europäischen Parlament. Der Kompromiss ist in der Mitte, sowohl inhaltlich als auch in der Betrachtung der Staaten, die ihn schlussendlich auch mitgetragen haben. Wir haben sowohl alle großen Staaten mit an Bord als auch einige sehr ambitionierte und auch Visegrad-Staaten. Es war unser ganz großes Ziel, eine möglichst breite Mehrheit unter den Mitgliedstaaten zu erreichen und heute zu einem Ergebnis zu kommen. Zweitens haben wir eine gemeinsame Position der EU-Mitgliedstaaten für die Klimacop in Katowice gefunden. Dieser Punkt war einer unserer wichtigsten Ziele heute, und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, und ich halte das wirklich für einen sehr großen Erfolg. Aus meiner Sicht als Verhandlungsführerin der EU-Staaten bei der Klimacop ist es von eminenter Bedeutung, dass die EU-Staaten in Katowice mit einer Stimme sprechen und die gleichen Ziele verfolgen. Wir haben heute nach sehr intensiven Verhandlungen und Gesprächen eine Einigung zustande gebracht, die uns eine gemeinsame und damit auch starke Position in Katowice gibt. Wir stehen vor einer Situation, in der andere Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen oder es in Zweifel ziehen. Und Europa bekennt sich zu den Zielen von Paris und wird in Katowice mit voller Kraft an den entsprechenden Maßnahmen arbeiten, um die Ziele auch erreichen zu können. Nach den Beschlüssen von Paris, bei der sich die Staatengemeinschaft verpflichtet hat, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, braucht es nun wirklich eine umfassende Umsetzung des Paris-Abkommens. Die EU war und ist globaler Vorreiter im Bereich des Klimaschutzes. Und mit den heute verabschiedenen Schlussfolgerungen haben wir hier wirklich auch klar Position bezogen. Wir werden den Klimaschutz mit aller Entschlossenheit vorantreiben. Zum einen ist das 35%-Ziel, auf das sich der Rat heute verständigt hat, sehr ambitioniert. Ich denke, wenn Sie die Automobilhersteller fragen, werden Sie eher 0 bis 10% vielleicht hören. Also wir haben uns hier wirklich auf einen sehr guten und ambitionierten Kompromiss verständigt. Ich bin auch überzeugt davon, dass es wichtig ist, diese Vorgaben klar zu geben, und dass wir vor allem die E-Mobilität und die saubere Mobilität ein wirklicher Fortschritt ist und vor allem auch ein echter Booster für Innovation und somit auch wieder für Arbeitsplätze. Wir können in Europa wirklich zu den Weltmarktplätzen
Binnenmarkt führen werden, wenn wir jetzt eben auch auf die sauberen Technologien umsteigen. Die Herausforderungen betreffen ja nicht nur uns in Europa, sondern alle Staaten global. Und ich glaube, dass wir hier wirklich ein Umdenken brauchen. Diese Veränderungen sind eine ganz große Chance für unsere Wirtschaft und kein Hindernis. Und das muss wirklich auch einmal klargestellt werden. Zu den östlichen Partnerschaften, das war uns wirklich auch sehr wichtig als österreichische Ratspräsidentschaft, dass es eben zu diesem heutigen Treffen mit den Ländern der östlichen Partnerschaft kommt. Wir hatten mit Georgien, Moldawien, Weißrussland, der Ukraine, Aserbaidschan und Armenien ein wirklich sehr konstruktives Gespräch. Die thematischen Schwerpunkte waren unter anderem eben die Kreislaufwirtschaft und hier wirklich auch explizit die Fortschritte, die seit 2016 erzielt werden konnten. Die Ratifizierung des Pariser Abkommens und dementsprechend eben auch die rechtlichen Angleichungen an die europäischen Umweltstandards waren das zweite sehr wichtige Thema, das wir heute Mittag behandelt haben. Die Kooperation mit diesen Staaten ist ja nicht nur im Hinblick auf die Wirtschaftskooperationen sehr wichtig, sondern soll unter anderem auch zur Verbesserung der Umweltstandards führen. Und das konnten wir heute zum Mittag sehr gut ansprechen und wirklich auch atmosphärisch einen sehr guten Fortschritt erzielen. Insgesamt haben 20 Länder dafür gestimmt, 4 Länder haben dagegen gestimmt und 4 Länder haben sich enthalten. Und ich glaube, das zeigt schon diesen sehr, sehr großen Wurf, den wir heute zustande gebracht haben.